So, moin moin, meine Lieben, es geht mal los und das auch ausnahmsweise mal, das mache ich ja normalerweise nicht. Ein 3 und 3, normalerweise nehme ich ja 3 und 3 nicht, nur 1 und 1, 2 und 2, weil 3 und 3 vor und vor einfach viel zu unübersichtlich ist. Aber es handelt sich hier um die unfassbaren, wundervollen Extreme Ballers, Alter. Pets. Was haben wir da? Wer ist das hier? Xehanort und Eder, ja? Wir haben ja schon mal zur Erklärung, ja? Also erstmal kurz hier die Extreme Ballers, Eder, Pets und Xehanort gegen Storm, Baki und Pyro, ja? 3 und 3, Terra-Zerg, Protoss auf der Seite der Extreme Ballers, Doppel-Zerg und Terra auf der Seite der anderen. Ja, die machen immer so nette Ladder-Mono-Battles mehr oder weniger. Die sagen den Gegnern immer, was sie spielen. Ja, Pets zum Beispiel sagt hier, ich baue nur R. Und er sagt jetzt vielleicht, ich baue nur Panzer. Und er, was weiß ich baue nur Linge oder so. Irgendwas in der Richtung. Und das haben sie schon mal gemacht. Ihr müsst mal nach den Extreme Ballers spielen, also nach den Pets und Eder Games. Ich habe schon ein, zwei Two on Twos von denen gecastet. Und das ist richtig geil. Da hat der eine gesagt, ich baue nur Marines und der andere hat nur Mutterschiff gebaut. Mehr nicht. Ja, der Protoss. Und die haben dann gewonnen. Aber richtig geil, die haben die Leute total getrollt hier. Ja, müsst ihr euch mal reinziehen, die Games waren richtig, richtig gut. Und jetzt halt hier das Ganze nochmal, aber diesmal im 3 und 3. I like my creep and everything that grows on it. Also ich mag meinen Creep und alles, was darauf wächst. Ah, mal gucken. He's a creepy guy. Okay. So, gucken wir mal, warum er hier Doppelgas nimmt. Ah, er bricht das Ganze ab, wollte ich gerade sagen. Extraktortrick, schön, schön. Extraktortrick, schön. I only Marine, sagt Baki. Ha, das war lustig als Zerg. So, schauen wir mal. Und lassen uns überraschen, was die uns hier so ja, aufs Feld zaubern. Ist Ingame-Musik eigentlich an? Ja, war. That could be fun. Das könnte spaßig werden. Ach, ist das schön. Wie sie sich wieder alle lieb haben. Ja, nicht, dass es jetzt dann heißt, ja, hier, ich schicke jetzt auch mal 3 und 3. Das wird erstmal eine Ausnahme bleiben. Ja, dass ich hier das 3 und 3 von denen nehme. Ja, ich habe schon das ein oder andere 3 und 3 vor und vor zugeschickt bekommen. Das habe ich halt immer abgelehnt, weil, wie gesagt, das ist halt einfach zu viel los. Wenn da sechs Leute am Rummachen sind und dann wird mal hier was gemacht, dann wird wieder da, überall ist hier was los und dann kriegt man was nicht mit, dann heißt es wieder, du bist ein scheiß Typ. Ja, aber bei 3 und 3 vor und vor bist du selber, da gibt es vielleicht mal an 1000 Sachen. 1000 Fronten gibt es da irgendwelche Scharmützelchen, Drops, DT, was weiß ich. Und ja, Baki fragt gerade den Eder hier, was der macht. What hier? What's going on here? Unit? I don't like units very much. Ich mag die Einheiten nicht so gern. Just three queens or so for creep. Ah. Na, jeder sagt, ja, nur ein paar Queens, hier ein bisschen Creep und so. Creep. Creep. So, will er hin mit dem Gelöt hier, mit dem Vieh? Mich regt hier schon wieder ein bisschen auf, weil das Punk-Dreckspack. Und ein paar andere Nachbarn hier, die auch hier im Haus wohnen, die von oben, die ja der eine zumindest ist, ja auch so ein bisschen assi ist. Die sitzen jetzt den ganzen, naja, nicht den ganzen, aber so einen Dreivierteltag sitzen die vorm Haus mit den Hunden, dann saufen sie da Bier die ganze Zeit. Was macht er denn hier? Ach so, hier Pimmelrasch von Eder. Ah. Wie viel pickt er kaputt? Zwei Stück. Ja, wie gesagt, den ganzen Tag sitzen die da vor der Bude, saufen, quasseln, machen rum. Da kommt noch anderes Punk- und Dreckspack angelatscht. Ich muss ein bisschen leiser reden, der Balkontür ist offen hier. Jeder baut ein paar Spinecrawler. So, jetzt gibt es hier einen Mothership-Core. Stargate ist schon da. Er spielt wirklich nur er aktuell. Ja? Also nicht hier drüben. Factory, Expansion von allen dreien. Ah, bei Baki auch eine Echse. Hier drüben Speedgas gecuttet. Der Terra baut hier Tyrex. Ja, ist wirklich schrecklich, Alter. Die sitzen dann den ganzen Tag da und glotzen und saufen. Und wenn man dann vom Einkaufen kommt oder rausgeht, dann grüßen sie auch immer so Kackenfreunde. Hi, hallo, na? Alter Schwede, Leute. Letztens standen wir hier, sind wir mit dem Auto nach Hause gekommen.
war ich vorher am Wochenende mit dem Auto hier, dann an der Straße konnte man, also wir haben so geparkt, dass man uns sehen konnte vom Haus aus. Das sind bestimmt 100 Meter oder so. Ja, naja, gut, sagen wir mal 75. Aber man kann das halt sehen, da vor dem Haus, bei uns ist ja auch so eine fest installierte Holzsitzecke mit Holztischen und alles. Eigentlich alles ganz nett gemacht. Und das kann man da, wenn man da halt so sitzt, konnte man uns sehen an der Straße. Da hat man richtig gesehen, wie sie sich alle reihenweise dann nacheinander umgedreht haben hier. Und dann so, ach, die sind gekommen. Ach ja, guck, der ist das, ja, ja. Haben sie sich alle schön nach und nach kurz umgedreht zum Glotzen. Was hier los? Oh, hier Oracle. So, gescoutet nochmal kurz Banding Nest. Und er baut hier erstmal nur ein paar Pimmel. So, hier drüben Voldrace. Aber erstmal auch ein Orakel, natürlich. Das erste fliegt er hier vorne irgendwo rum. Da. Das Ganze ist übrigens ein recht hohes Niveau, muss ich mal sagen. Zwei der drei Extreme Ballers sind Master, einer ist Diamond. Und hier sind es wohl Mars Factories, die er hier spielt. Hier drüben kommt mal ein bisschen was raus. Double Linge. Ah, Eder baut sich hier nochmal ein paar Pimmelchen hin. Und hier die beiden Oracles. Machen die nochmal was? Ah, hier ist ja eine Abwehrmuschi hier dabei. Ah, hier drüben die Expansion hier vom Eder. Die wird schon mal so ein bisschen angegangen. Pimmel abgerissen. Ah, die kann er sich eigentlich abschmatzen. Genau, jetzt wird hier auch geklärt. Hier drüben jetzt, ja, da kommen die Pimmel wieder zurück, da kommen nochmal ein paar Minen, die Queen, hier alles muss draufgehen, aber hier die Minen, oh Gott, der Tank sieht schon nochmal auf. Ah, die Mutti geht down, aber hier drüben die Oracles, hier auch da Anti-Air am Start, muss er auch aufpassen hier, pass auf, Pets, Junge, scheiße. Ah, haben sie hier schon mal ein Problem, denn auch hier unten ist die Echse am Qualmen, jetzt kommen hier noch Banelinge mit dazu. Ah, die machen hier erstmal Dampf, die Guten. Ah, die Banes hier in der Eco von Xehanort hier hinten. Ah, auch die Turrets am Start. Die Oracles können hier aktuell nichts machen. Ah, mit den Hellions wird jetzt hier versucht, das Ganze zu clearen. Jetzt ist auch der Bioball da von Pyro. Ja, und hier drüben kriegt Eder auf den Kopf von Baki. Was ist hier eigentlich los? Xehanort ist schon rausgegangen. Ja, wird hier abgerissen. Hier drüben die Echse von Pets läuft noch. Hier drüben Voidray Oracle. Ja, und auch Eder kriegt hier böse ins Gesicht. Kann das aber jetzt clearen mit Queen und Pimmel. Ja, so eine Art Hidden-Echse von Eder auf der Seite der anderen. Und jetzt kommt hier Voidray Oracle und reißt den Bioball auseinander. So, Medivac im Turbo Boost wird abgeflogen. So, neue Linge kommen rein. Ah, das sind aber hier. Komm, mach den Turbo Boost an. Hier, die Linge, die gehen noch ratzfatz tot hier gegen Oracles. Wie sie abgehen. Ah, die löten einfach hier volles Rohr los. 10 Kills, 7 Kills, Voidray. Ah, Mars Air, wie gesagt. Und hier drüben werden Linge Marines nachgeschoben. Und jetzt knallt hier nochmal ein kleiner Drop rein. 3 Marines. Ah, hier wieder die Minen vielleicht nochmal. Hier wird durchgelaufen einfach. Ah, Pimmel hier wieder um die Hedge platziert. Hier drüben der Drop ist auch gecleared. Und jetzt muss er hier umdrehen. Ah, die Oracles hier abhauen. Wie gesagt, nicht zu vergessen, Xehanort ist draußen. Ja? Alles, was er meint, wird... Ah, werden auch hier schön die Mules nochmal. Einer von denen steuert das Ganze jetzt hier so ein bisschen. Ah, richtig geil wäre es, wenn er jetzt nochmal hier die Mineral Line vollbaut und das Gas besetzt. Dann kriegen die beiden ja ordentlich nochmal Kohle nach. Ja? Aber erstmal geht hier drüben die Löt-Action los von Pets. Ja, Xehanort hat schon die Schnauze voll gehabt. Und mal gucken, ob die beiden anderen ihn hier nochmal rächen können. Ah, die Turbo-Lötstrahlen gehen hier los. Da kommen die Marines. Ah, eingeladen und weg. Hier sollst du mal ein paar Spore-Crawler rüber. Hier kommen ein paar Muschis angelaufen. Hier zacken Muschis, Alter. Ja. Nichts zu machen hier, die Voltrays, die machen das. So. Why are you doing this? Doing what? Small penis. Also die Muschis, denke ich mal. So, was haben sie jetzt hier drüben? Hier gibt es einen Nydus. Ein paar, hier, ja, Hydras natürlich. Und bei Baki, was macht der? Der hat hier einen Spire gebaut und ein paar Pimmel, Anti-Muschis hier.
Ja, aber da geht er einfach drauf. Hier, kein Problem, wenn er den Turbostrahl nochmal einschaltet. Hier, oh, Oracles, aufgepasst. Ja, aber auch hier in der Anzahl Void Rays halt sehr, sehr stark, auch gegen Marines. Ja, zumal die auch keine Schilde haben. Die hauen natürlich hier auch nochmal 7 raus. Und das halt mit einer sehr recht hohen DPS hier, 0,5. Das ist schon sehr, sehr schnell. Ja. Ah, hier geht's jetzt mal in Oracle Down, aber die Void Rays, hier kann man immer ein Alignment zünden. Ja, oder mal nochmal den Turbostrahl raus, hier, Junge. Ah, die drei Pimmel hier, ein Mutalisk, macht doch den Turbo Boost an. Turbo Boost. Ah, hier unten nochmal Linge von Baki bei Xehanort Ex-Exe, hier, der Ex-Mainbase. Helion lötet nochmal ein bisschen. Ah, hier drüben wird mittlerweile auch gemeint vom guten Eder. Hier eine Base ist schon Schrott von Baki. Ja, Storm hat das Spiel verlassen. Der ist raus. Ja, also haben sie ihn erstmal gerecht. Jetzt kommen jetzt mal ein paar Mutalisten, da kommen ein paar Marines. Ja, aber das ist hier unfassbar effektiv gewesen, was die hier schon gekillt haben, die Void Rays und so weiter und so fort. Ja, also jetzt ist es nur noch 2-on-2. Ja, die Linge hier killen dies CC. Dritter Nexus für Pets. Was hat er hier unten nachgebaut? Void Rays, Phönixe. Und jetzt gibt es hier Phönix mit dazu. Die Linge jetzt aber hier drin. Nochmal eine Mine hier. Alles weggefetzt. Wie viel Kills? 15. Aber hier die halbe Eco auch mit weggesprengt. Ja, ein paar Worker sind noch übrig geblieben. Aber da war schon, naja. Na, 3 SCVs. Vielleicht, wenn man den nochmal, weiß nicht, kann man da nochmal Geld zurückschicken, dass er nochmal ein CC baut oder so? Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall wird hier Void Ray weitergespielt. 1-0 hat er schon. Der Core spuckt jetzt hier auch das 2-0 R-Upgrade raus. Ah, Mars Pimmel hier von Eder am Vorrücken. Das ist einfach so geil. Phönix im Viking gegen Viking Marines noch mit dabei. Weil hier Pimmel, Pimmelrasch, Alter. Bei Baki. Guckt euch an. Ich pimmel dir deine Base weg hier. Ist das nicht geil? Und er baut wirklich sonst nichts außer Pimmel. Ja. Ah, jetzt kommt hier noch von hinten nochmal ein paar Worker mit dazu und die Void Rays löten. Ja, auf der anderen Seite hat er sich auch eingepimmelt hier. Der Eder mit Pimmeln, Alter. Das klappt auch noch. Ja. So, und jetzt nochmal Corruptor hier mit dabei. Hier drüben die Void Ray Phoenix Kombination von Pets bei Pyro. Ah, hier drüben ein paar Worker fahren zurück. Keine Ahnung, das war ein Missklick vielleicht. Aber hier wird die Base schon weggepimmelt. Ah, der Spire wird weggepimmelt. Hier drüben wird schön um die Hedge gepimmelt. Die Worker hier so scheiße. Ist gut, oder? Ja, mit den Extreme Ballers sieht man immer extrem geilen Shit. Ah, die Queen wird nochmal weggezogen hier. Sehr gut. Ah, hier die Corruptor. Die haben natürlich hier die Oberhand gegen die Phoenix. Aber jetzt gibt es hier auch schon die ersten, ja, Tempest. Ah, die Base hier wird weggepimmelt. Gucken wir mal, ob die noch kaputt geht oder ob die Mutalisten das tatsächlich vorher schaffen. Ah, nächste Echse hier von Eder. Oh. Ja, Barkies Base auch weggepimmelt. Ja, der Terra hier ist One Base, hat nicht mehr viel. Aber 1000 Kohle, mal ein paar Vikings, Marines. Er holt seine X-Base neu, beziehungsweise die von Storm. Der ist ja schon draußen hier, der Storm. Ah, der meint nochmal hier ordentlich. Tempest, Void Ray, Phoenix. Und hier drüben werden die nächsten Pimmel angezüchtet. Ah, könnte er ja eigentlich auch hier machen, der wäre ja, glaube ich, ein bisschen kürzer. Aber er hat sich auch schon ein bisschen nach vorne gecreept, also das klappt schon. So, Viking Marine, hier drüben ein paar Corruptor Muta. Hat er Upgrades? Ja, 1-1 dem Schilde. Ah, Scan geht hier mal rein, sieht hier die ganzen Stargates. So, die decken sich, wir greifen mal an. Ah, ihr könnt ja seine Pimmelfraktion schon mal hier vorne so ein bisschen hin Muschi-mäßig einbuddeln. Na, Tempest, rocken los. Phönixe, die Void Rays. Ah, Turbostrahlmodus aktiviert. Nochmal ein paar Marines mit dabei. Jetzt kommen auch die Pimmel wieder mit dazu. Ist das nicht geil, Alter?
Extreme Ballers Action hier wieder. Sehr gut. Micro läuft auch nochmal hier bei Eder, aber bei Pets. Jetzt kommen noch die Pimmel mit dazu. Ja, nochmal ein paar Muschis. Ist einfach so gut. Herrlich. I don't like units that much. So, Mainbase wird neu genommen von Barky. Hat ja auch eine kleine Echse schon gebaut. Hier drüben hat er eine kleine Hedge mit Gasmining. Ah, das ist noch von Storm ein Extraktor. Wissen ja auch einige nicht. Man kann, wenn man das so bastelt, nicht. Man kann einem Gegner, oder nicht einem Gegner, einem Verbündeten einen Extraktor bauen, der dann halt genutzt wird. Das hat man früher im 2-on-2 oft gesehen, dass halt der Zerg dem Terraner das Gas gestellt hat, damit der ganz, ganz schnell Factory Hellions bauen kann. Und ja, hier wird das Ganze nochmal so praktiziert. Hier wird sie schön nach vorne gecreept. Die Tempest hier schon auf 2-0. Gibt es noch ein weiteres Upgrade? Jawohl, 3-0 läuft. Mars Tempest, Void Ray, Phoenix, Pimmel, Muschis und das Ganze gegen, ja, Corruptor, Mutter, Viking, Marine. Mittlerweile hier auch schon auf 2-1er Upgrades. Hier drüben ist nochmal ein Overlord. Ich denke mal, hier wird sich schon wieder vorbereitet. Ah, hier hinten kommen sie. Ah, werden mal wieder ein paar Pimmel hingebaut. Es ist einfach so gut, wie sie sich hier nach vorne pimmeln. So, Scan geht rein. Hier kommt die Pimmelfraktion. So. Einer wird gebaut, aber da kommen die Modalisken schon. Ah, hier drüben mal ein Dropplay von Pyro bei Eder, aber das ist ihm scheißegal. Hier vorne kommt die Tempest. Schieß doch mal, Junge. Ja, boom, Alter. Oh, da kommen noch mal ein paar Mutalisken dazu, ein paar Corruptor, aber das wird alles nicht mehr reichen. Ah, hier wird noch mal alles vollgebaut mit Pimmeln und Muschis, damit sie hier gleich mal Anti-Air am Boden haben. Ja, sehr gut. Ich krieg mir die mal ein, Junge. Super, super stark, was die hier machen. Na, dann werden sie Zayna hinterher wohl noch sagen. Hier, guck mal, haben wir noch gewonnen, du Vogel, Junge. So, weggetempestiert, weggepimmelt. Und jetzt, denke ich mal, wird gleich abgeräumt hier nur noch mit den Tempest. Ah, letzten Marines sterben. Hier drüben noch mal ein paar Corruptor von Barky, aber die reichen natürlich nicht aus. Wie groß die auf der Minimap sind, so eine Tempest. Guckt euch mal an, das sieht aus wie eine Barracks. Ja. So, da kommen noch mal ein paar Corruptor an, noch mal ein paar Mutas. Ja, ihr kriegt ja auch ein bisschen was down, denn die haben halt nicht so die hohe Kadenz hier, die Tempest, aber es reicht halt einfach nicht aus. Ah, da kommt schon neue Tempest nach. Hier vorne wird jetzt nochmal die Barky Base weggepimmelt. Die Feuerspur hier, wie beim Zurück in die Zukunft. Habt ihr das gesehen? Hoffentlich macht es das SCV nochmal, wie die Reifen von dem DeLorean. Ah, schade, diesmal stirbt es anders. Aber habt ihr die Feuerspur eben gerade gesehen? Geil, und hier drüben wird wieder losgepimmelt. Und die Sporkroller auch, da können die... kriegt er gleich schon mal ein paar Hits hier auf, die Corruptor. Sehr schön. Ja, dabei wird auch noch ein bisschen weiter expandiert hier, Pets, mit der nächsten Expansion. It's okay, dude. Don't cry. Please. Pyro hat das Spiel verlassen. Ah, die letzten Corruptor, die letzten Marines. Barky on the run. Oder on fire, könnte man noch sagen. Die restlichen letzten Units. Aber danach wird es vorbei sein, weil ja Eder hier mittlerweile auch schon die Mainbase weggepimmelt hat. Sehr gut. Ah, da geht nochmal ein, zwei Tempest kaputt, aber das war's. GG! Ja, und da drücke ich auch mal in der Let's Play-Aufnahme. What, Facebook? Ja, haben sie doch, glaube ich, auch, die Extreme Baller. Ah, die Pimmel gehen übrigens weiter hier zur nächsten, letzten Base. Ja, GG. Spiel verlassen. GG!
Ja, geiles Game, Leute. Da brauche ich ja nicht mehr viel zu sagen. Das hat sich echt gelohnt. 3 und 3 Action hier mit den Extreme Ballers und extrem fettes Game. Sah anfänglich gar nicht so gut aus, aber dann die Pimmel-Tempest-Taktik hat funktioniert. Ja. Mars Pimmel-Tempest, das ist die neue 3 und 3 Strategie. Wenn es euch auch gefallen hat, abonnieren, kommentieren, liken, Daumen hoch klicken und schön Comments schreiben. Ich hau erstmal in den Sack und wir sehen uns beim nächsten Mal. Adieu.